Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin's wieder, dein Alexos, und ich möchte dir heute einen super wichtigen Tipp fürs PvP und auch fürs PvE mit auf den Weg geben. Also lass dich nicht vom Titel täuschen, dieses Video hier ist für beide Seiten super interessant, aber vor allem im PvP ist es halt ein spielerischer, unfairer Vorteil. Im PvE ist es auch ein Vorteil, auf jeden Fall, aber bei weitem nicht so interessant wie fürs PvP. Und über was wir heute reden werden, das wird euch eine ganze Menge Überblick im Spiel bringen, denn es geht heute um die Kameraeinstellungen. Wir können nämlich in The Elder Scrolls Online die Kameraeinstellungen verändern und das wollen wir uns heute ein bisschen genauer angucken, wie das Ganze funktioniert und was wir dafür machen müssen. Angucken können wir uns das natürlich am besten, wenn wir ins Spiel springen und uns das da mal ein bisschen genauer erklären lassen. Da sind wir also im Spiel und ihr kennt das. Ihr seid immer ganz nah an eurem Charakter dran, findet das cool. Beim Questen sieht das ja auch richtig cool aus, wenn ihr da jetzt irgendwo rumlaufend seid, irgendwie mit dem Charakteren sprecht oder sonstiges macht, interagiert, dann sieht das natürlich cool aus. Irgendwie beim Screenshots machen und so sieht sowas natürlich absolut episch aus, wenn ihr hier irgendwie so rumsteht und von eurem Charakter hier ein cooles Foto macht. Na klar, das passt wunderbar. Wir gucken uns das übrigens auch auf dem Gamepad an, da geht das nämlich auch. Und jetzt könnt ihr natürlich rauszoomen, ne? Auf dem Gamepad tut ihr das, indem ihr, hier habt ihr die Möglichkeit mit einer Taste zwischen Ego-Perspektive und der Third Person zu wechseln. Das ist der Pfeil nach unten. Ich zeige das hier nochmal, ne? So können wir einfach wechseln. Wenn wir den jetzt aber gedrückt halten, ja, hiermit können wir ja unsere Kamera bewegen. Wenn wir den jetzt gedrückt halten, dann können wir auch rauszoomen. Ja, also gedrückt halten und dann können wir einfach ganz entspannt rauszoomen mit dem Stick. Das ist ziemlich easy. Das gleiche können wir natürlich auch am PC. Ja? Das ist jetzt hier die maximale Zoomstufe. Achtung, maximale Zoomstufe. Das gleiche kann ich natürlich auch am PC. Ja, auch hier kann ich mit dem Mausrad einfach rauszoomen und mit der Taste V kann ich zwischen den beiden Perspektiven wechseln. Relativ entspannt. Wie kann ich mir nun einen unfairen Spielvorteil freischalten? Naja, unfair ist vielleicht nicht ganz richtig, denn unfair ist er nicht. Prinzipiell können nämlich alle, wenn sie darüber Bescheid wissen, diesen Vorteil erlangen. Dazu geht ihr einfach auf Einstellungen und dann auf Kamera. Und bei Kamera findet ihr nun zwei Perspektiven. Die Ego-Perspektive selbsterklärend und die Schulterkamera. Und bei beiden können wir jetzt Folgendes machen. Wir machen das jetzt mal für die Ego-Perspektive. Das ist meine Sicht in der Ego-Perspektive. Und wenn du gerne wissen möchtest, wie ich das auf meinem Live-Gameplay so nutze oder wie sich das so auf meinem Live-Gameplay auswirkt, zum Beispiel halt eben im PvP, in den Battlegrounds, dann schau doch mir gerne vorbei auf twitch.tv/alex0s. Da bin ich nämlich ziemlich häufig unterwegs in den Battlegrounds. Da wirst du sehen, was das für einen Unterschied macht, wenn man das Sichtfeld verändert. Okay, unabhängig davon, wir gehen jetzt auf Kamera. In der Kameraperspektive hier müssen wir uns also einfach merken, wie eben die Ego-Perspektive aussieht. Hier wechseln wir jetzt automatisch in die Ego-Perspektive und hier sieht man jetzt Sichtfeld 100. Und ich kann jetzt halt eben den Spaß hier machen und ihr seht, wow, wow, ich bin high. That's what she said. Können wir das rausschneiden? Danke. Wir können auf jeden Fall unser Sichtfeld um ein weites hier rauszoomen. Und was vor allem sehr schön ist, das ist jetzt hier nicht wie bei einer 130-Grad-Kamera oder so, dass so eine leichte Krümmung, so eine leichte Verzerrung entsteht, sondern ihr seht schon, diese Sachen bleiben alle kerzengerade hier. Diese Sichtfeldverzerrung, die bei vielen Sachen stattfindet, die sieht jetzt hier nicht so wirklich krass aus. Und ich finde sogar, das sieht ziemlich cool aus, wenn man das so einstellt und man das Sichtfeld da ein bisschen größer an diesen Stellen macht. Jetzt gucken wir uns das Ganze einmal an für die Schulterkamera, denn auch dort können wir das Ganze machen. Das hier ist die maximale Zoomstufe mit den Standardeinstellungen und jetzt gucken wir uns die maximale Zoomstufe an, wenn wir rauszoomen. Denn auch hier gibt es das Sichtfeld und auch hier kann ich sagen, ich möchte gerne das Sichtfeld erweitern. Ich kann jetzt hier also einfach so rauszoomen. Einfach so kann ich mir 30% mehr Sichtfeld gönnen. Das ist ziemlich groß. Guckt euch mal das, guckt euch diesen Unterschied einfach an. Ja, gucken wir uns jetzt als Beispiel mal diesen Unterschied hier an. Wir haben jetzt hier auf der rechten Seite, genau da, wo das Haus abschließt, das Ende. Auf der linken Seite, da, wo der Tempel sozusagen so eine Kurve macht, haben wir auch Ende. Und jetzt stellen wir das mal wieder auf das, was, um was wir davor eingestellt hatten. Das heißt, wir gehen wieder hier in die Sichtfeldposition und sagen Sichtfeld 100. Und ihr seht schon, da fehlen
auf beiden Seiten ein ordentlicher Batzen Sichtfeld, ein ordentlicher Batzen Überblick, obwohl wir in der maximalen Zoom-Stufe sind. Also dementsprechend ganz klarer Hinweis, vor allem im PvP. Im PvE auch, wenn ihr Raids 4er TC laufen wollt, stellt die Sichtweite auf 130. Essentiell wichtiger Tipp, um euch ein besseres Überblicksverhältnis zu verschaffen. Das gleiche könnt ihr auch an der Konsole. Ne, wir gehen jetzt hier wieder aufs Gamepad und sagen, ich möchte gerne in die Einstellungen. Geht auf Einstellungen, Easy Peasy Lemon Squeezy, und geht auf Kamera. Und auch dort findet ihr, wenn ihr jetzt auf Kamera draufklickt, die Möglichkeit, das einzustellen. Das heißt also, wir haben hier nicht nur die Kameraempfindlichkeit, ja, sondern wir haben halt eben auch das Sichtfeld. Und auch hier können wir jetzt sagen, ich möchte gern das Sichtfeld erweitern, ich möchte gern das Sichtfeld erhöhen. Das gleiche gibt es halt eben auch hier beim dritten Personensichtfeld. Und hier sieht man es sogar noch mal ein bisschen besser, was das für einen krassen Unterschied macht. Ne? Das wäre jetzt nicht die Standardeinstellung, das hier ist die Standardeinstellung. Und wenn wir jetzt halt über die Standardeinstellung hinausgehen, seht ihr, das macht einen riesen Unterschied. Solltet ihr auf jeden Fall nutzen, meines Erachtens ein, ja, Game-Changing-Feature. Wenn ihr noch weitere Informationen zum Game-Changing-Features haben wollt, dann schaut doch mal im oberen rechten Video vorbei. Da findet ihr nämlich ganz einen Überblick an allen wichtigen Spieleinstellungen, die man sich mal angucken kann. Das heißt also, da findet ihr alle wichtigen Informationen rund um Spieleinstellungen in CS Source Online, wie ihr mehr Schaden mit denen macht und mehr Überblick erhaltet. Direkt darunter findet ihr ein Video zum Thema, wie ihr Fertigkeitspunkte in CS Source Online erlangen könnt und wie viele Fertigkeitspunkte es insgesamt gibt. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr nichts mehr zu The Elder Scrolls Online verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke, um in Zukunft informiert zu werden, wenn es neue Videos gibt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Video. Haut rein.